Die heutige gute Frage: Wie komme ich von einem solchen knallharten, farbigen Encaustic-Pinsel wieder zu einem solchen? Vorab eine gute Nachricht. Encaustic-Pinsel muss man grundsätzlich überhaupt nicht reinigen, sofern man genügend davon hat. Das Encaustic-Medium kann man drin lassen, das schadet dem Pinsel nicht. Man kann ihn daher einfach mit der Farbe erkalten und ersteifen lassen. Lässt man die Farbe im Pinsel, erhärtet der ganze Pinsel und er muss wieder aufgewärmt werden, bevor man ihn einsetzen kann. Wenn wir nicht genügend Pinsel haben und sie dennoch einmal reinigen müssen, dann sollte man sich eine Grundregel merken. Geputzt wird in der Encaustic immer mit Wärme und nicht mit Lösungsmitteln. Dass Wasser nicht funktioniert, versteht sich von selbst. Gereinigt werden die Pinsel, indem man sie zunächst auf der warmen Malpalette wieder erwärmt und möglichst viel der Farbe mit einem Silikonspachtel aus dem Pinsel ausstreicht. Danach taucht man sie in ein günstiges, flüssiges Paraffin- oder Sojawachsbad und wiederholt diesen Ausstreichvorgang auf der Malpalette. Wenn nötig, taucht man ihn nochmal ins flüssige Sojawachs und trocknet den Pinsel dann mit einem Papiertuch. Möglichst alle Sojawachsresten sollten entfernt werden, damit er sich beim nächsten Gebrauch nicht mit der Encaustic-Farbe mischt. Der Pinsel ist jetzt bei Raumtemperatur wieder schön weich. Zum Abschluss kann man den Pinsel noch mit Pinselseife waschen und trocknen lassen und voilà, er ist dann wieder fast wie neu. Wenn wir hier die beiden Pinsel vergleichen, das ist der gereinigte und das ist ein neuer, sieht man fast keinen Unterschied.